Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde und Fans von Mini-PV. Warum ich mich hier auf einem Balkon befinde, hinter mir die Sonne aufgeht, ich ein Verlängerungskabel, ein PV-Verlängerungskabel in der Hand halte, das erkläre ich im nachfolgenden Video, wenn es darum geht, dass ich das bestehende Balkonkraftwerk in ein Powerstream-System umfunktioniere. Bleibt's dran! Schön, dass ihr noch da seid. Die Sonne hinter mir steigt immer höher und höher und bald wird dieses Balkonkraftwerk hier beginnen, Strom zu produzieren. Bevor ich das jetzt umschließe, erkläre ich euch kurz die bestehende Anlage. Ihr seht da drüben den Mikrowechselrichter. An diesen Mikrowechselrichter sind zwei PV-Module angeschlossen. Und zwar zeigen diese PV-Module vom Balkon Richtung Osten, Richtung aufgehende Sonne. Darum stehe ich jetzt hier. Was ich jetzt mache, ich schließe ein PV-Modul ab und werde dieses PV-Modul dann an eine Powerstream-Anlage anschließen. Dazu habe ich so ein PV-Verlängerungskabel, so wie es ihr in unserem Shop kriegt, in der Hand. Werde nun das PV-Modul mit den MC4-Steckern abstecken. Das Verlängerungskabel anstecken und geht damit jetzt dann an die andere Seite rüber, damit wir das dann durch das Fenster in den dahinterliegenden Raum leiten. Ich habe also dieses PV-Modul auf der gegenüberliegenden Seite vom bestehenden Balkonkraftwerk getrennt und mit PV-Verlängerungskabeln hierher verlängert, deren Enden ich hier in der Hand halte. Nun muss ich mit diesem Kabel in den dahinterliegenden Raum, wo die Powerstation mit den Powerstream-Komponenten wartet. Und um mir das Bohren zu ersparen, verwende ich das neue EcoFlow-Zubehör, ein flexibles MC4-Kabel, das ich einfach an die Verlängerung anstecke. Und mit den anderen Enden gehe ich durch das offene Fenster und wie es dahinter ausschaut, schauen wir uns dann gleich an. Ich befinde mich jetzt schon im Inneren des Raumes und wie ihr jetzt sehen könnt, geht also die PV-Verlängerung von außen über dieses flexible MC4-Kabel durch das Fenster und ich warte schon mit den nächsten zwei PV-Verlängerungskabeln, mit denen ich dann die Powerstation herinnen verbinde. Vorerst aber kann ich das Fenster einmal schließen. So, wir haben mittlerweile das flexible MC4 Verlängerungs- oder Fensterdurchführungskabel mit dem Solarkabel vom Powerstream Hybrid Mikrowechselrichter verbunden. Und werden jetzt dann die weiteren Komponenten live zusammenstecken und werden dann zum Schluss uns von diesem Alexa-Lautsprecher ein kleines Lied spielen lassen. Vorher noch einmal die Powerstream-Komponenten. Eine Powerstation, in diesem Fall ist es, oder in diesem Beispiel, eine Delta 2. Der Powerstream-Hybrid-Mikrowechselrichter. Eine Abdeckkappe, die vor den hohen Temperaturen schützen soll, die der Hybrid-Mikrowechselrichter erzeugen kann. Dann das Verbindungskabel, das die Powerstation mit dem Wechselrichter verbindet. Und zu guter Letzt auch noch ein Stromkabel, das AC-Kabel, mit dem der Hybrid-Mikrowechselrichter den Strom dann in das Hausnetz einspeisen kann. Und damit das dann zum Schluss richtig intelligent wird, haben wir hier noch den Smart Plug, also alle Powerstream-Komponenten. Und jetzt bauen wir das einfach live zusammen. Das heißt, wir stecken jetzt die Kabel, egal in welcher Reihenfolge, an den Wechselrichter. Ich beginne da jetzt mit dem Verbindungskabel zur Powerstation. Klack. Klack.
Nehme als nächstes das Kabel, das in die Steckdose führt. Als letztes das Kabel, das zum PV-Panel führt. Alles zusammengesteckt, den Schutzdeckel drauf, das System steht. Jetzt wird noch der Smart Plug eingesteckt an diesen WLAN-Stecker der Verbraucher. Und jetzt können wir das ganze System gemeinsam in der App konfigurieren. Und wie schaut das aus? Das Hinzufügen von Geräten geht in der EcoFlow App, wie schon bekannt ist, über Bluetooth. Ich gehe also auf Gerät hinzufügen und hier werden mir schon meine Delta 2 und der PowerStream Hybrid Mikrowechselrichter angezeigt. Der Smart Plug fehlt noch, da muss man zusätzlich noch eine Funktion drücken, den Schaltknopf drücken, damit dieser dann erscheint, zeige ich dann später. Ich füge mal die Delta 2 dem System hinzu, verbinde diese mit meinem bestehenden WLAN-Netzwerk, warte, bis das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist und dann mit dem Telefon verknüpft wird. Nach wenigen Sekunden erscheint die Powerstation bereits in der App. Und was können wir schon auf den ersten Blick jetzt sehen? Links oben Eingang 152 Watt. Das ist die Eingangsleistung, die wir über unser vorhin angeschlossenes PV-Modul derzeit von der Morgensonne bekommen. Als nächstes fügen wir dann den PowerStream hinzu, hängen diesen wie gewohnt in unser WLAN dasselbe Spiel. Nun ist der PowerStream in unserem System und hier sehen wir jetzt da schon Solarenergie, die Sonne steigt ja weiter, 164 Watt, die Batterie wird mit 157 Watt geladen. Aus dem Hybrid-Mikrowechselrichter strömen derzeit 7 Watt in das Hausnetz. Warum diese 7 Watt? Ich habe also Nulleinspeisung eingestellt und diese 7 Watt sind quasi der Standby-Verbrauch, damit dieses Gerät immer abrufbar bleibt. Funktioniert also wunderbar. Wir holen uns die Energie der Sonne, speisen damit unsere Batterie. Jetzt richten wir noch den Smart Plug ein. Um den Smart Plug in das WLAN zu bekommen, muss man den LED-Schalter, den Ein-Ausschalter, für ca. 5 Sekunden gedrückt halten. Und zwar so lange, bis dieser blau zu leuchten beginnt. Dann ist er im Bluetooth-Modus. 3, 4, 5. Und dann kann man auch dieses Gerät, wie man hier schön sieht, hinzufügen, in das WLAN hängen. Jetzt ist auch der Smart Plug im ganzen System integriert. Wir sehen, er ist eingeschalten, liefert aber derzeit 0 Watt aus, ist auch kein Verbraucher am Laufen. Und daher werden wir jetzt uns ein schönes Lied spielen lassen, damit wir dann sehen, wie das weiter funktioniert. Alexa, spiel Morning Has Broken. Und hier sieht man schon, der Lautsprecher zieht 4 Watt. Wie schaut das Ganze dann in der PowerStream Hybrid Mikrowechselrichter Ansicht aus? Hier sieht man, die aktuelle Erzeugung ist 168 Watt, der Smart Plug zieht 4 Watt, das ist derzeit unser Verbraucher.
In Summe andere Verbraucher, die 7 Watt, das ist quasi die Grundeinspeisung. Wenn ich jetzt in den Einstellungen noch verändere, dass ich zum Beispiel zusätzlich in mein Hausnetz jetzt 200 Watt einspeisen möchte, dann schiebe ich diesen Regler einfach auf 200 Watt. Und schon sieht die Rechnung dann wie folgt aus. Die aktuelle Erzeugung liegt bei 167 Watt. Die Verbraucher sind jetzt über 200 Watt. 200 Watt gehen in das Hausnetz. 4 Watt zieht der Alexa-Lautsprecher. Der Rest, die kleine Menge dieser Standby-Verbrauch, geht ebenfalls dann in das Hausnetz. Übrigens wurde dieses Video aufgezeichnet am 31. Mai 2023, quasi am Geburtstag von Powerstream. Heute ist der Relaunch-Termin. In diesem Sinne, Happy Birthday, Powerstream.